Die deutsche Komödie Ein dicker Hund wurde mir vorgeschlagen für mein 1000 Abonnenten-Special unter dem Deckmantel die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und deswegen müssen wir uns am Anfang des Quickies zu Ein dicker Hund einmal gleich die Frage stellen, ist es wirklich einer der schlechtesten Filme, die jemals gedreht wurden? Und dazu gibt es von mir ein ganz klares und ganz eindeutiges Nein. Es ist kein Film, der grundsätzlich in meinen Filmgeschmack passen würde. Es ist kein Film, den ich jetzt als neuen Lieblingsfilm dazu gewonnen habe, aber der Film ist in Wirklichkeit ziemlich harmloses Nachmittagsprogramm, wahrscheinlich für eher älteres Publikum, bietet mit Gunther Philipp und Co. einige wirklich bekannte Namen des deutschen Kinos und ich kann einfach nur sagen, er tut niemandem weh. Die grundlegende Geschichte ist eine Art Red Race / Schnitzeljagd, wo eben zwei Teams nach verschiedenen Kissen suchen müssen, um sich dann in der Geschichte weiterzubringen. Aber in Wirklichkeit geht's eh um was ganz was anderes, was allerdings dem Zuschauer relativ klar und relativ eindeutig verklickert wird. Es bietet der Film nicht wirklich Überraschungen. Es ist einfach eine 0815 Slapstick-Komödie, die eben, wenn man gerade überhaupt nichts anderes zu tun hat, man sich durchaus anschauen kann, wo man sich zwar teilweise denkt, yikes, aufgrund diverser Wortspiele und diverser Witze, aber wenn ich das Ganze jetzt vergleiche mit dem Film, bei dem mir letzte Woche der Kragen geplatzt ist, dann kann man dem Film zumindest noch zugute halten, dass die Scherze einen zwar teilweise doch nicht so ganz angenehm sind, aber dass sie einen nicht wirklich wehtun, dass es keine Scherze sind, die irgendjemanden verletzen oder beleidigen oder sonst was. Es ist einfach ein harmloser Film, dahingehend auch ein relativ belangloser Film, weil er keine wirklichen Überraschungen bieten kann. Es ist definitiv kein Film, für den ich jetzt eine Empfehlung aussprechen würde und sagen könnte, ja, schaut ihn euch an, mir hat er so gut gefallen. Es ist aber definitiv ein Film, den ich mir mit weit weniger Pausen angeschaut habe als Freddy Got Fingered. Ein Film, der mich jetzt weder begeistert noch entsetzt hat. Ein Film, wo einem zwischendurch ab und zu der Kragen platzen könnte, ob einiger wirklich ganz, ganz billiger Gags. Aber ich denke jetzt einmal ganz im Ernst, jeder, der mein Programm hier auf YouTube verfolgt, der wird vor billigen Gags und flachen Pointen nicht wirklich davonlaufen. Ansonsten tschüss, wenn dann morgen das Zockiplatz den Kragen-Video zu dem Film erscheint. Aber wie gesagt, morgen sehen wir dann das kragenplatzende Lang-Review. Heute fürs Quickie von Ein dicker Hund kann ich nur mit den Worten schließen. Es ist definitiv für mich nicht einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Da hat in meinem Player schon wesentlich Schlechteres rotiert. Es ist eine leichte, könnte man sagen, Familienkomödie, überwiegend für ein älteres Publikum gedacht. Es ist ein Film, der einen durchaus unterhalten kann, eigentlich ob seines schnörkellosen Erzähltempos, ob seiner dynamischen Inszenierung. Es ist ein Film, der definitiv Abwechslung zu bieten hat, auch wenn es keine großen Überraschungen gibt. Es ist einfach ein Film, den man nebenbei laufen lassen und sich davon berieseln lassen kann, ohne dabei wirklich starke Schmerzen zu haben. Aber es ist auf jeden Fall auch wiederum ein Film, der, wenn man ihn nicht gesehen hat, einem in seiner geistigen Filmografie definitiv nicht abgehen wird.